Hallöchen, Leute, Leute-Linius und Leute-Liniuinnen! Wow, jetzt nehme ich schon seit über einer Stunde auf. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal zwei Folgen am Stück aufgenommen habe, hatte ich bei der zweiten schon so das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr. Voll anstrengend. Und ja, jetzt ist das die fünfte oder sechste am Stück und es macht immer noch Spaß. Beziehungsweise es würde mehr Spaß machen, wenn mehr von dem klappen würde, was ich mir vorgenommen habe. Denn, wie wir uns alle erinnern, wir sind so gut wie tot. In der Polizeistation sind 27 Zombies. Unser genialer Plan, sie mit einem Bonfire herauszulocken, ist nach hinten losgegangen. Wir haben mehr Zombies angelockt, die jetzt alle da reingerannt sind, weil die aus irgendeinem Grund wissen, dass wir dahin wollen, was mega scheiße ist. Deswegen können wir uns nur noch auf unseren allerletzten Notfallplan berufen, und zwar eine fette Party feiern und sich dann in den Tod stürzen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Kim kommt zurück mit der Möhre des Todes, die er vergessen hatte. Böse, böse. Die ich vergessen hatte. Böse, böse. Und Obama macht Leichen weg, damit er gleich eine schöne Kochparty feiern kann. Oh, es wird langsam heller. Ich liebe diesen Moment, wenn es langsam heller wird. Kim hat geduscht. Und er ist dankbar für die Seife. Sind wir das nicht alle tief im Hirn? Tief im Hirn? Tief im Innern. Ja, eine Sache, die ich immer noch nicht gelernt habe beim viele Parts Let's Plays hintereinander aufnehmen, ist durchgehend gut zu artikulieren. Irgendwie werden meine Lippen dann langsam müde, kein Plan, und deswegen wird es irgendwann schwierig für mich zu artikulieren. Das tut mir leid, was haben wir denn hier? Warenhaus, da müsste es doch essen. Nee, gibt kein Essen. Hier, eine Bar, da müsste es doch Essen geben. Hä, oder gibt es hier irgendwo noch Essen? Ich glaube, Essen nehme ich einfach immer alles mit, oder? Oder ich verarbeite es zu mir, was dann falsch ist. Weil ich will ein großes Mir. Ich will ein Party-Mir. Gut, dann macht Obama weiter Leichen sauber. Er macht Leichen sauber? Nein, er säubert das Haus von Leichen, so rum. Und Kim. Soll ich ihn gleich einbrechen lassen? Ich lasse sie einfach gleich beide einbrechen. Ich sehe das nicht ein, dass die da immer nur investigieren. Die brechen jetzt ein, nehmen ihre Jacken. Ihre Möhre des Todes, Shotgun. Welche Munition braucht die? 12 GA? Ist hier irgendwo 12 GA? Nein. Gut, dann können wir dich nicht gebrauchen. Machete, Handgun, was braucht die für Munition? 9 mm. Hier ist ein. Oh, toll, eine. Das ist der goldene Schuss, meine lieben Leute. Der eine Schuss, den sie haben. Crickets, Baseball. Ich was zu essen für zwischendurch. Axt, Flaschenlampe. Flaschenlampe! Wenn ich noch einmal Flaschenlampe sage, dann gebe ich mir offiziell einen Flaschenfaceball. Mit einer Plastikflasche. Wow, bin ich hardcore. Und bitte. Ich sag nur bitte. Das da. Obama und Kim haben einige Zeit sich genommen, um Kampftechniken auszutauschen. Jetzt fühlen sie sich beide bestärkt und besser im Kampf. Und Obama hat was gegessen. Die Bar ist ein kleines Gebäude. Die Bar ist ein kleines Gebäude? Macht das Sinn? Macht das überhaupt Spaß? Mit ungefähr 5 Räumen. Eine Bar mit Räumen? Ach so, gut, Bar ist keine Disco. Ja, okay, es macht irgendwie Sinn. Es hat eine Tür, 3 Fenster. Das macht wiederum Sinn, weil es immer schon dunkel sein muss. Es sollte dort eine große Menge an Waffen geben? Geil! Ey, ohne Witz, ich würde das so tot feiern, wenn wir jetzt noch eine Möhre des Todes finden. Es ist ja nicht festgelegt, dass es nur eine gibt. Ich habe praktisch das nur erfunden als Waffentypus für dieses Spiel. Obama und Kim kamen in die Bar. Ich muss mir abgewöhnen, immer dieses Geräusch zu machen, wenn ich so einen Satz anfange zu lesen. Also, sie sind da eingebrochen. Keine Zombies drinne. Ungefähr. Ein halbes Dutzend läuft herum. Es sieht nicht so aus, als wären irgendwelche draußen. Wir sind noch am Einbrechen. Und bitte! Mein Leute, wir sind gestorben. Oh mein Gott, das kam so unerwartet. Obama und Kim konnten den Horror der Stadt nicht aushalten. Ihr Lebenswille ist dem Ende entgegengegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott!
Und diese creepige Musik lässt mich irgendwie nicht mich besser fühlen. Oh, sie hört auf. Danke. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mega überrumpelt. Ich meine, gut, wenn man sich das jetzt im Nachhinein überlegt, das war irgendwie klar. Ich meine, die Bar war, wie man auf der Karte gesehen hat, die war schon ungefähr so groß wie die Polizeistation auch. Ich glaube sogar größer und ich bin da einfach reinmarschiert, ohne die vorher zu investigaten. Aber da stand doch auch halt im Tagebuch, dass da keine Zombies und nur ein halbes Dosen, nur eine halbe Dose Zombies nur rumlaufen. Oh, Kimotogama. Was das Traurigste an dem Spiel am Ende ist immer, man kann, weil das so schnell rot wird, nicht mehr lesen, was die Helden zuletzt noch getan haben. Also ihre allerletzten Sekunden werden für immer vergessen bleiben. Beziehungsweise nie herausgefunden sein bleiben. Es sei denn, ich gucke mir einfach später mein eigenes Video an und mache Pause und lese das kurz. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich glaube, bisher bin ich da einfach noch nie drauf gekommen, weil ich das bisher noch nie aufgenommen habe. Puh, was mache ich jetzt? Das Let's Play beenden? Nein, das wäre doch viel zu langweilig. Ich sitze hier jetzt einfach und labere den roten Bildschirm zu. Beziehungsweise ich labere euch zu und ihr seht dabei einen roten Bildschirm. Beziehungsweise ich zeige euch, wie unterentwickelt mein Gehirn im Moment gerade ist, weil ich nur Scheiße labere. Oder wie wäre es damals? Ich denke einfach mal kurz drüber nach, was ich als nächstes mache. Also, ich hatte jetzt zuerst überlegt, das Spiel nochmal zu spielen mit anderen Charakteren. Also mit, was weiß ich, Stars statt Politikern. Justin Bieber und Miley Cyrus oder so. Aber ich fand, das ist immer noch nicht geil genug. Und dann hatte ich mir so überlegt, eigentlich könnte man auch YouTuber nehmen. Das wäre dann richtig geil. Aber wir wollen ja auch nicht hier zu sehr einen auf Tube Clash Nachahmer machen. Und ich habe im Moment sowieso keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ich habe das Gefühl, wenn man so hier die Kommentare durchliest, es gibt zwar ein paar Mega-Enthusiasten, aber ja, einige, viele, sehr viele haben auch eher mal Lust auf was anderes mit ein bisschen mehr Action. Und ich auch. Tja, was machen wir da? Wir spielen einfach was anderes mit Action. Yay. Hirn, Fax Logic, in the face, whatever. Beziehungsweise 22:30 nachts fuckt mein Hirn in the face, wie man sicher merkt und wie ich auch schon 50.000 Mal erwähnt habe. Ich muss damit aufhören. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Was ich als nächstes spielen will. Ich trau's mich fast gar nicht zu sagen. Minecraft? Also ich habe da halt mega Lust drauf und ich spiele das sowieso. Na gut, nicht jeden Tag. Aber regelmäßig. Und außerdem ist das ja auch so eine Sache, die man gut mit anderen zusammenspielen kann. Ich wurde sogar vorhin, also wenn ihr dieses Video seht, ist das wahrscheinlich schon wieder eine Woche her, weil ich so viel am Stück aufgenommen habe. Aber von mir aus gesehen ist das jetzt gerade vor einer Stunde. Wurde ich gefragt, ob ich bei einem größeren Projekt mit mehreren Let's Playern mitmachen will, was ich mega geil finde, weil ich einfach erst seit 2 Wochen im Let's Play-Geschäft dabei bin. Tja, Connections muss man haben. Also, ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten. Das sind jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ungespielt Tuttle oder so. Keine mega Bekannten. Aber coole Leute! Und ja, die haben so ein kleines Projekt vor. Ich glaube, es ist einfach so ein kleiner Kampf. So ein bisschen Endergames-mäßig. Man kommt auf den Server, hat dann 10 Minuten zum Craften und 5 Minuten Fight. Und ja, das finde ich cool. Und wenn das mal außerhalb meiner bescheuerten Scheiß-Arbeitszeiten liegt, dann mache ich da auch mal mit. Und ja, normales Minecraft-Aufnehmen, finde ich, fühlt sich für mich jetzt so vom Gedanken her erstmal schwierig an, weil ja, ich habe das hier bisher nur Let's Played und hier ist es halt einfach, was man sagen muss, weil man eine Story hat, die man quasi vorliest. Und wenn ich jetzt Minecraft Let's Playen würde, wüsste ich nicht so 100 Pro, was ich sagen sollte. Obwohl ich sehr viele Minecraft-Let's Player gucke, habe ich trotzdem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, keinen Plan, was ich selber sagen könnte. Ich könnte es natürlich einfach mal ausprobieren. Aber, naja, ich warte mal, was ihr so in die Kommentare schreibt. Wir sind ja auch inzwischen schon ganz ordentlich Leute. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, sind wir 71. Da sind jetzt sogar schon einige Leute von außerhalb, die meinen Hauptkanal gar nicht kennen, die einfach durch den bescheuerten Namen, der 100.000. geile Let's Player mit Soße oder wie auch immer ich heiße, ich weiß selber nicht, wie ich heiße, geil,
Durch den Namen sind die aufmerksam geworden. Hallo übrigens, späte Begrüßung. Ich weiß sogar gar nicht, ob ich vielleicht, wenn ich dieses Video hochlade, schon die 100 erreicht haben könnte. Und ja, jetzt habe ich mich wieder mega verbaselt. Ich habe den ganzen Horroreffekt dieses plötzlichen Todes einfach weggelabert. Das ist die beste Medizin gegen Horror, einfach labern. Ach ja, und falls jetzt irgendjemand kommt mit Spielen Horrorspiel. Nein, ich bin ein Angsthase, ich will kein Horrorspiel spielen. Beziehungsweise, na, ich will es nicht so allgemein abtun, aber kein creepiges, ekliges mit Monstern oder gruseligen Gesichtern. Ich schaue mich mal um, mein Crutch steht auf jeden Fall schon mal zur Auswahl. Das kann man ja auch jederzeit machen, weil ich das habe. Das einzige andere Spiel, was ich sonst noch habe, ist Assassin's Creed 3. Aber das bringt es nicht viel zu Let's Playen, weil da müsste, das muss man ja irgendwie, das ist so eine Story-Sache, das müsste man einmal komplett durch Let's Playen. Was mir gerade einfällt zum Thema Minecraft. Ich weiß, ich ziehe das Video jetzt mega in die Länge, aber vielleicht hat ja irgendwer Bock, mir einfach beim Labern zuzuhören. Auch wenn mir jetzt keiner zuhört, ich muss jetzt einfach mal kurz labern, um mein eigenes Gehirn zu ordnen sozusagen. Und zwar war ich gerade beim Thema Minecraft. So viel zum Thema Labern, um sein Gehirn zu ordnen. Ich bin so ein bisschen so ein experimenteller Spieler und wenn ich halt zum Beispiel Survival Games oder sowas sehr, sehr oft spiele, dann finde ich manchmal Sachen in Maps, wo ich mir so denke, Alter, ist das geil, ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Es gibt zum Beispiel eine Map mit einem Vulkan und wenn man halt ganz oben auf den Berg klettert, was eigentlich kein Depp macht, weil einfach die Leute meistens sich mit dem Spiel, also Leute töten, beschäftigen, und ich halt so ein Noob bin und ich greife einfach keine Leute an, sondern renne immer weg. Und irgendwann bin ich durch Zufall mal oben auf diesen Vulkan geklettert. Und da stand halt ein Schild mit einem Pfeil, der in die Lava gedeutet hat. Und ich dachte mir so, okay, mach mal einfach, was der Pfeil sagt, bin in die Lava gesprungen. Und man konnte halt einfach durch die Lava durchfallen, direkt darunter in Wasser, sodass man das überlebt hat. Und dann war man in so einem mega geilen, im Vulkanparadies mit ganz vielen Kisten und ganz vielen geilen Sachen. Und ja, auf so ziemlich jeder Map gibt's irgendeine mega geile Sache. Und ich bin gerade am Überlegen, wenn ich nicht weiß, was ich mit Minecraft aufnehmen soll, könnte ich doch einfach mal mir aus den Maps diese geilen, ich nenne es jetzt mal Easter Eggs, raussuchen und euch mal zeigen. Ja, das mache ich. Ich spiele jetzt nochmal ein bisschen Minecraft, suche mir die da raus und dann gucke ich mal, ob ich daraus ein Video machen kann. Euch sage ich erstmal auf Wiedersehen. Danke, dass ihr mich, Obama, Merkel, Kim Jong-un, Putin und Berlusconi auf dieser emotionalen Reise begleitet habt. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bei kommenden Projekten wieder. Ich sage jetzt Tschüss. Tschüss. Was ein unepisches Ende dieser Videoreihe.